Geld oder Leben, das Thema der heutigen Folge. Einen wunderschönen guten Tag hier aus Dortmund. Und der Autor des Buches und mein heutiger Gast, Professor Günther Möwes. Herr Möwes, empört euch, sagt der Herr Essel. Occupy gibt es überall, ESM wurde beschlossen, Attac hat irgendwie Postkarten verschickt und hat die Beschlüsse am Freitag mit dem Ermächtigungsgesetz verglichen. Sie schreiben dieses Buch. In was für einer Situation befinden wir uns im Moment? Naja, das Buch habe ich geschrieben, das ist 2004 gewesen. Und ich habe jetzt, wo Sie fragen nach der Situation, ich habe jetzt ein kleines Buch nur geschrieben. Das ist wesentlich kleiner und das heißt Dilettantismus oder Komplizenschaft. Und das ist unser Problem, was wir jetzt haben. Das heißt die Frage, machen die das eigentlich aus Dummheit da alles oder machen die das, weil sie inzwischen mit den Reichen längst unter einer Decke stecken, machen die das aus gezielter Bösartigkeit, um hier einfach, was weiß ich, den Bevölkerung das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und da neige ich immer mehr zu der Annahme, dass das alles doch nicht Dummheit ist, sondern Absicht. Also Sie haben hier Cassandra Fähigkeiten, Sie haben einiges an Prophezeiungen von sich gegeben und vieles ist eingetreten. Aus welcher Erkenntnis kam das bei Ihnen? Ja, das kam aus wissenschaftlicher Erkenntnis. Das heißt, ich habe gesehen, dass da ein Mechanismus ist, der dazu führt, dass die Geldvermögen sich exponentiell vergrößern, dass sie immer mehr anwachsen. Das heißt, dass die sich in festen Zeitabständen verdoppeln und dass das inzwischen irrsinnige Billionengrößen erreicht hat und dass diese Geldvermögen, dass die sozusagen der Grund allen Übels sind, nämlich der Grund dafür, dass wir so viele Schulden haben, der Grund dafür, dass wir durch Wachstum unsere Welt kaputt machen und dass der Auslöser von der ganzen Geschichte, das ist eben diese exponentielle Vermehrung der Geldvermögen. Ich habe dann Kurven gezeichnet in dem Buch 2004, das waren also reine exponentielle Kurven, Parabeln, und dann habe ich von einem Mathematiker ausfummeln lassen, die Idealkurve sozusagen, wo die konkreten Daten die geringste Abweichung von der Kurve haben. Da stellte sich raus, dass die Daten, also zum Beispiel über die Geldvermögen, über das Anwachsen der Geldvermögen, dass die eine Streuung hatten von weniger als 4%. Das ist eine Idealkurve, die durch nichts aufgehalten und durch nichts unterbrochen wird. Und selbst wenn Sie jetzt heute dabei gehen und tragen die neuen Ziffern ein, da liegen die auf der Parabel auch wieder so dicht an der Ideallinie, dass die wieder die Streuung unter 4% ist. Das heißt, das ist ein Mechanismus, das machen sich die Leute auch nicht immer klar, das ist nicht was mit böser Absicht zu tun hat, sondern es ist ein Mechanismus, der unaufhaltsam ist und wo die Politik, wenn sie sich dem entgegenwerfen würde, schon unerhört viel Energie brauchte. Also ich weiß nicht, ob es jedem Zuschauer so geht, also für mich wäre es fast ein bisschen kompliziert, was Sie da beschreiben. Also ja. Liegt es an den Schulden oder liegt es an den Vermögen? Es liegt an den Vermögen. Das war auch früher ganz klar, das war bis noch vor 6-7 Jahren war das eigentlich klar, das war in den 68er Jahren klar, das war alle Leute, das war aber auch nicht nur den 68ern klar, sondern das war auch allen anderen klar, alle sprachen von der Akkumulation des Kapitals. Das war so ein Schlagwort damals. Ja, das hat aber auch vor 200 Jahren schon Marx gesagt. Ja, sicher, aber das war trotzdem, war das allen klar. Und es ist erst seit kurzer Zeit so, dass da Leute kommen, die nun sagen, nee, dieses Primäre, was alles auslöst, sind die Schulden. Das ist aber nicht richtig. Das mag ja sein. Der Gräber hat ja jetzt da dieses dicke Buch über die Schulden geschrieben. Es mag sicher sein, dass es irgendwo, was weiß ich, vor der Französischen Revolution oder irgendwann mal Situationen gegeben hat, wo die Schulden das Primäre waren. Aber wie hängen diese Schulden mit den Vermögen zusammen? Ganz einfach. Die Vermögen sind das Primäre. Es ist ja nicht so, dass die Schulden die Vermögen erzeugen, sondern die Vermögen, die werden erzeugt durch die Renditen. Ja, dadurch, dass ich Zinsen und dass ich Renditen darauf habe, Erkermann hat ja was von 25% erzählt, dadurch vermehren die sich. Aber ich glaube, da hat die Bevölkerung das Problem, das zu verstehen. Also Sie sagen, Vermögen erzeugen Schulden. Wie meinen Sie das? Und die Vermögen, also es kann nicht sein, dass die Schulden das Primäre sind und die Vermögen erzeugen. Das wird die Bevölkerung ja wahrscheinlich verstehen. Also wenn Vermögen entsteht, sagen Sie... Vermögen wird immer wieder ausgeliehen. Das heißt also, ich habe ein Buch geschrieben, einen Aufsatz damals geschrieben, der hieß Verleiher und Verlierer. Das heißt also, alles Vermögen, was irgendwie erzeugt wird, wird dann wieder ausgeliehen. Es bleibt nirgendwo Vermögen unter Matratzen irgendwie versteckt, sondern es wird wieder ausgeliehen.
Ich habe gerade, es hat gerade vor kurzem hat so ein Redakteur mich da angemeldet und hat gesagt, verstehe ich nicht, wenn wir Staatsschulden machen, kein Mensch muss Staatsschulden machen. Und das ist aber so, wenn Geld da ist und das liegt da rum und noch dazu wird zu gar keinen Zinsen verliehen, zu ganz wenig Zinsen, dann entstehen Schulden. Es bleibt kein Geld unter Matratzen liegen. Die Schulden sind immer, das ist eine ökonomische Tatsache, da sind inzwischen, als ich das Buch schrieb, war das in der Ökonomie noch nicht so verbreitet. Aber inzwischen bekennen sich alle Ökonomen zu der Erkenntnis, Schulden sind immer prinzipiell genau gleich groß wie die Geldvermögen. Ja? Wissen Sie, was das Spannende ist? Ja. Ich unterhalte mich hier von linke Abgeordneten bis zur FDP-Abgeordneten, von grünen Abgeordneten. Ja. Es gibt in jeder Partei mittlerweile, auch im Bundestag, Leute, die das so sehen wie Sie. Ja. Wir haben auch Occupy auf den Straßen. Ja. Wieso kriegen wir nichts gebacken? Ja, im Moment, wir haben ja noch immer den Neoliberalismus. Die Frage ist, wieso, da gibt es ja dieses Buch von diesem Engländer, wie heißt der, Crouch, wieso ist nun der Neoliberalismus, nachdem er eigentlich ganz fürchterlich gescheitert ist, was ja durch diese Finanzkrise rausgekommen ist, wieso sind alle Politiker immer noch auf der neoliberalistischen oder neoliberalen Linie? Und das ist einfach, der sagt, das hat eine ganz einfache Erklärung, die haben das vor 20 Jahren mal studiert und das haben sie nun einmal so aufgesogen und im Alter verändert man da nichts mehr und da backen sie das immer und erzählen das immer weiter. Und deshalb haben wir noch den Neoliberalismus. Und der Neoliberalismus, der hat ja diese These verkündet, dass sozusagen die Schulden das Primäre sind. Sind sie aber nicht. Klären Sie uns erstmal, das ist Friedmansche Schule. Wer ist Milton Friedman? Naja, das ist der, der den Neoliberalismus erfunden hat. Das ist ja auch eine ganz erzielte Erfindung. Es gab ja vorher, war ja der Keynesianismus dran und dann haben die Leute gesagt, dass man muss wirklich sagen, diese Neoliberalen, Frau Thatcher und Herr Reagan und so weiter, das bringt uns nicht genug, da können wir nicht genug abstauben, wir müssen eine andere Theorie erfinden und dann haben sie den Neoliberalismus erfunden. Nicht? So ist das eigentlich gewesen. Ich bin heute auch der Meinung, dass der nie aus irgendeiner, wissenschaftlichen Ehrlichkeit heraus erfunden ist, sondern dass das eine Ideologie ist, die ganz allein das Ziel hatte, dieser Keynesianismus, der erlaubt uns nicht genug, da abzuschöpfen und abzustauben. Da müssen wir eine andere Theorie erfinden, die das mehr sanktioniert. Und dann haben sie den Neoliberalismus und die Trickle-Down-Theorie und diese ganzen Dinge erfunden, die ja alle immer nur rechtfertigen sollten. Wenn ihr den Reichen nur genügend Spielraum lasst und freie Hand lasst, dann wird schon alles gut. Also wir haben gesehen, das hat nicht ganz so funktioniert und jetzt sind wir in dieser Lage. Sie sind Wissenschaftler und Sie gehen da sehr sachlich mit Analyse und so weiter ran. Wo sehen Sie den Knackpunkt? Also wo wäre ein Lösungsansatz, wo wäre quasi eine Therapiemöglichkeit, wo wäre eine Therapiemöglichkeit für dieses erkrankte System? Naja, wir haben da zu einem, man kann natürlich zum einen ökonomische Möglichkeiten beschreiben, wissenschaftlich, wie man da rauskommt. Und da sehe ich die große Möglichkeit zu sagen, wir müssen das wir schaffen das durch Steuern. In der Sache ist es einfach so, wir müssen diese unerhörte Billionenanhäufung von Privatvermögen, die da entstanden ist, die müssen wir langsam wieder zurückführen, dass sie wieder in die Bevölkerung gelangen. Ja? Wie kann man das machen? Also ja, das kann man machen mit dem Instrument vor allen Dingen der Substanzsteuern, also mit Erbschaftssteuern und mit Vermögensteuern. Ja? Man kann es auch machen mit Einkommensteuern, die sind aber aus ganz bestimmten Gründen nicht so wirksam wie die Substanzsteuer. Das kann ich jetzt nicht, das habe ich nicht mal erörtert, ich habe auch dargestellt, wie steuerungsfähig diese Steuermodelle sind und wie man das nun sukzessiv machen könnte. Ich bin nicht ein Anhänger der Geschichte, dass man das auf einen Schlag macht durch eine Einmalabgabe, vielleicht zu Anfang eine Einmalabgabe, aber dann kann man das systematisch so besteuern, dass man sagt, also wir steuern das so lange runter, bis ein gewisser Mindestbehalt, sagen wir mal, da ist und den lassen wir denen dann. Man will die Leute ja nicht in Armut treiben, sondern wir sagen, also es wird alles auf die Hälfte oder auf ein Drittel oder auf 20% runter. Also das wäre der wissenschaftliche Ansatz, wie man dem entgegentreten könnte. Das ist natürlich politisch im Augenblick, brauche ich nicht zu erzählen, nicht durchsetzbar. Das ist die nächste Frage. Wie kommen wir dahin, dass wir jetzt etwas machen, was politisch durchsetzbar ist? Und, ich muss sogar weitergehend fragen. Mir fehlt ein bisschen so die Symbolik. Also mir fehlt in der aktuellen
aktuellen Situation höre ich von Gremien, die geschaffen werden, die irgendwo Entscheidungen treffen, die nicht nachvollziehbar sind, wo die Gremien immun sind und sonst. Also ich erlebe das. Das erinnert mich nicht an so symbolische Gesten wie den Kniefall von Willy Brandt. Der musste gar nichts dazu sagen. Also das war eine Botschaft. Und in so einer Krisensituation neigen jüngere Menschen dazu, auf Mentoren heraufzublicken mit einer Frage. Also Stefan Essel hat gesagt, empört euch, es gibt Menschen wie Jean Ziegler, aber was sagt Professor Günther Möbis, was sollen wir tun? Mir liegt daran, ich versuche zuerst einmal klarzumachen, dass ich sage, Leute, lasst euch nicht immer weiter einseifen. Seht mal, das System ist tatsächlich vom Wesen her nicht nur nicht in Ordnung, das ist bösartig. Und jetzt ist der nächste Schritt, dann kann man dann sagen, empört euch oder wo bleibt euer Aufschrei. Der nächste, oder man kann sagen, entzieht euch. Das wäre auch ein Weg. Ja? Nur so, irgendwann müssen wir dahin kommen, dass die Leute eines Tages nicht mehr gewählt werden. Wir müssen eine breite Bewegung erzielen. Wir müssen sehen, dass alle NGOs sich zusammentun und dass auf diese Art und Weise langsam das Bewusstsein weckt, dass es geweckt wird, dass es so nicht weitergeht. Das ist mein Weg. Fanden Sie es zu scharf von Attac, das Ermächtigungsgesetz zu nennen? Nein, ich nenne es immer den größten Raubzug seit dem Goldraub an den Inkas. Ja, also es ist ja wirklich... Hat es wirklich so eine historische Dimension, diese Situation? Ja, quantitativ sowieso. Quantitativ, so überlegen Sie doch mal, 100 Millionen Euro nur für spanische Privatbanken, 100 Milliarden Euro nur für spanische Privatbanken, ohne jede Gegenleistung, ohne Regulierung, ohne Auflagen, ohne zu sagen, wir kriegen dafür wenigstens Bankanteile, ohne zu sagen, wir besetzen euren halben Vorstand, ohne zu sagen, wir verstaatlichen euch vorübergehend, gar nichts. Ja? Ohne Gegenleistung kriegen wir jetzt unter Umgehung der Parlamente kriegen die 100 Milliarden Steuergroschen. Von den Wählern. Ist doch ungeheuerlich. Da kann man doch nicht sagen, dass das aus Versehen geschieht oder aus Dilettantismus. Sie sagen, die Botschaft ist, entzieht euch, wacht auf, empört euch, also Sie schließen sich da an? Das kann man wohl sagen. Ich könnte auch noch etwas härter sagen und soll, schmeißt den Banken die Scheiben ein. Ja? Ja? Wäre Gewalt eine Lösung? Also wir... Gewalt ist eine Lösung für bestimmte Situationen. Die Situation, wir sind hier nicht in Pakistan oder irgendwo, da mag ja sein, dass da Gewalt eine Lösung ist. Wir sind einfach nicht in einer revolutionären Situation, wo Gewalt eine Lösung ist. Das muss man einfach sagen, das muss man nüchtern so sehen. Ja? Ich meine, wenn ich in Biafra oder sonst irgendwo leben würde, würde ich sicher was anderes sagen. Danke Ihnen. Ich nenne mal drei Begriffe zum Schluss und bitte um eine kurze Assoziation. Ja. Der Mann, der uns wahrscheinlich hier zusammengebracht hat, Helmut Kreuz. Ja, das ist einer meiner großen Vorbilder und auch Mentoren, kann man sagen. Das ist eigentlich der mich, was die Geldordnung angeht, auf den richtigen Weg gebracht hat. Die Schriftstellerin, also mit Occupy Money im Moment wirklich sehr erfolgreich, Professor Margaret Kennedy. Naja, das ist auch so eine Kämpferin, die ich ja sehr lange kenne, eigentlich genauso lange wie Helmut Kreuz, deren, ich habe die Verabschiedungsrede aber an der TU Hannover gehalten. Und da sind auch, habe ich jetzt gerade erst wieder einige Zitate daraus publiziert, wo ich die Finanzkrise ganz konkret prophezeie. Das war damals, ich glaube, 2002 oder irgendwann. Und naja, das ist auch eine Kämpferin und der kann man auch nur sagen, hoffentlich kann man ihr viel Erfolg wünschen. Jean Ziegler? Naja, über den weiß ich nicht so genau Bescheid, aber das ist ein Mann, dessen Empörung wirklich überzeugend klingt. Und das ist ja ein Mann, der nun wirklich aus der Reihe der Etablierten kommt, der ja ganz oben gewesen ist. Und wenn der sowas sagt, ist das natürlich noch etwas überzeugender, als wenn es jemand sagt, der nicht da ganz oben war. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich bin mir sicher, wenn ich wieder in Dortmund bin, will ich unbedingt einen Kaffee mit Ihnen trinken. Ja. Unheimlich, unheimlich spannender Wunderbar. Gesprächspartner. 2004 erschienen, heute Realität, Geld oder Leben, empfehlenswert. Und ansonsten bedanke ich mich auch bei euch, meine lieben Abonnenten. Und mein nächster Gast, der Unternehmer von Trigema, Wolfgang Krupp. Bis zum nächsten Mal.